Oh, da vorne ist ein Kaninchen. Das snack ich mir. Oh Gott, es wird schwer in dem Gras hier. Okay, wir haben's. Ach, Gott sei Dank. Wir brauchen auch dringend was zu fressen. Das hier ist übrigens noch gar keinen Namen überlegt. Das ging jetzt so schnell. Ich nenne ihn mal... Irgendwas ist hier. Ach, diese Vögel. Oh mein Gott. Oh, das geht ja gut los hier. Das ist Johnny. Johnny, der kleine Ceratosaurus. Dieser ist ganz allein auf sich gestellt hier. Auf der neuen Karte Gateway. Und hat sich gerade schon was gejagt. Was sehr gut ist, weil wir sehr großen Hunger haben. Allerdings sind das nur Fleischkeulen. Aber das ist egal. Hauptsache was im Magen. Diät wäre natürlich besser, aber ich will natürlich ja auch nicht verhungern. Das Kaninchen ist einfach fast so groß wie ich. Nimm das aber mal mit, den Rest. Dann sollten wir eigentlich keine Probleme bekommen. Ich möchte jetzt erstmal Richtung Sumpf wandern. Und dann will ich gucken, ob es da gute Nahrung gibt. Wäre halt schön, wenn wir was für unsere Diät finden, damit wir schneller wachsen. Boah, der frisst das aus meinem Mund. Hey, man kann auch fragen, wenn man was essen will. Ich weiß, du bist glücklich und freust dich, aber nö. Wer ist der, was für unsere Diät, wer weiß. Aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass sie das aus dem Mund fressen können. Auch nichts für unsere Diät. Ja, dann nehmen wir unseren Hasenbraten weiterhin mit. Und weiter Richtung Sumpf. Erst noch mal ein bisschen was. Oh, das war's mit unserem Kaninchen. Okay. Da war nicht mehr wirklich viel dran. Es wird jetzt übrigens schon langsam dunkel, deswegen habe ich Nachtsicht angemacht. Aber der Sumpf ist nicht mehr so weit weg. Es geht eigentlich. Und ich hoffe, im Sumpf ist einfach viel los. Schreibt irgendwer einen Chat? Das heißt, hier sind andere Ceratos. Vielleicht kann ich mich denen anschließen, das wäre gut. Okay, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, die sind voll. Und ich vertraue denen gerade auch irgendwie nicht, weil die sich nicht zeigen und nichts mehr schreiben. Deswegen haue ich mal lieber hier ab. Weil Ceratos sind halt auch super hungrig und auch sehr gerne Kannibalen dadurch. Und die können es halt auch machen, also die kriegen halt keine Spastiken. Ja, hier geht's los. Man sieht, dass das hier der Sumpf ist. Das ist doch super. Ich hoffe wirklich, dass wir hier gleich Fressen finden. Hier ist auch schon Wasser oder ist das Matsch? Nee, das ist Wasser. Ich glaube, das wird jetzt sau schwierig, hier Food zu finden. Ich gehe mal in Richtung dieser beiden Palmsymbole oder was das ist. Ich glaube, das ist der neue Migration-Bereich, oder? Der wurde auch, glaube ich, geändert. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Ich kann ja hier nochmal schnuppern und hoffen, dass ich hier was finde. Sonst wird das echt eine harte Nacht. Ich habe irgendwie auf mehr gehofft hier im Sumpf. Hier kann ich mich suhlen. Ist natürlich schon mal gut. Dann sind wir ein bisschen dunkler in der Nacht. Unser Mageninhalt ist halt echt schon sehr weit unten. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Ist auf der Karte halt auch so schwer, was zu essen zu finden. Und die Nacht ist ultra dunkel, also man sieht fast gar nichts. Macht's halt nicht leichter, ne? Diese Palmsymbole sind auf jeden Fall schon größer geworden. Jetzt hat sich's geöffnet. Okay, wir sind in der Zone. Das ist sehr gut. Oh Mist, ey. Ich weiß halt nicht, was diese Zone bedeutet. Ob die mich retten kann? Ich glaube es irgendwie gerade nicht. Aber ich rieche halt auch nirgendwo Food. Sollte einfach weiterrennen. Keine Ahnung.
Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was diese Palmzone da bedeutet. Da war auf jeden Fall nichts. Die Schreie kommen näher. Problem ist halt, wir sind noch viel zu klein, um irgendwie selber was zu erlegen, was ein bisschen größer ist. Das heißt, wir müssen entweder was Kleines finden oder uns darauf verlassen, dass da irgendwie ein Kadaver liegt. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Und unser Futter ist fast komplett runter. Also es wird wirklich Zeit, dass wir was finden. Aber ich muss echt sagen, die Nacht auf dieser Karte ist wirklich Horror. Man sieht einfach gar nichts. Es ist so stockduster. Hier vorne ist ein Stego. Muss ich jetzt ein Stego bekämpfen? Wir haben ihn gebissen. Zweimal getroffen. Oh, ich habe lange nicht mehr gekämpft. Oh nein, da habe ich auch gehittet. Ah, das war doof. Ich blute und er blutet. Ich muss aber gegen ihn kämpfen, es geht nicht anders. Oh, das war knapp. Aber ich habe ihn getroffen. Oh, ist das super hart gerade. Ach Mist, er hat uns erwischt. Das war jetzt wirklich fies. Wir hatten aber auch Zeitdruck, weil unser Leben unten war und wäre der Magen rot geworden, hätten wir noch mehr Leben verloren. Wir fangen aber natürlich nochmal neu an. Diesmal als Weibchen. Das hier ist Sally. Und Sally braucht auch Food. Und ich hoffe einfach mal, dass wir diesmal direkt was für unsere Diät finden, damit wir schneller wachsen können. Ach, guck mal, da vorne ist was. Jetzt schon ein besserer Start als vorhin. Hätte ich den Kampf gewonnen, das wäre, glaube ich, echt gut gewesen. Dann hätten wir alle Organe und so gehabt, hätten uns vollfuttern können. Hätte ich mich einmal nicht hitten lassen. Aber ich habe halt auch so lange nicht mehr hier gekämpft und die ganze Zeit Path of Titans und so gespielt. Das ist dann schon echt ein anderes Spielgefühl, wenn man dann wieder The Isle spielt und durch hier kämpft. Da muss man erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Oh, das ist ein großes Skelett. Oh mein Gott, Jackpot. Da können wir unsere Diäten perfekt voll essen. Auch wenn wir uns gerade nicht sehen, weil das Blatt im Weg ist. Ich finde übrigens, dass das Kämpfen bei The Isle um einiges spannender ist als bei Path of Titans. Also es ist halt hier ein bisschen mehr so, dass der nächste Treffer der letzte sein könnte. Da muss man immer viel mehr aufpassen. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mehr an meinen Dinosauriern hier hänge. Aber es kann halt vielleicht daran liegen, dass es schwieriger ist zu wachsen und es länger dauert. Und halt, wenn man stirbt, dass der Dino komplett weg ist. Bei Path of Titans geht es halt, zumindest auf den Servern, wo ich spiele, immer relativ schnell. Und wenn man stirbt, verliert man nur eine Wachstumsstufe. Aber ich mag das sehr gerne, dass wir zwei Spiele haben, die so unterschiedlich sind. Also ich spiele beide Spiele super, super gerne. Und mich würde mal interessieren, welches Spiel ihr lieber spielt. Path of Titans oder The Isle? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und schreibt auch rein, warum. Die Diät ist jetzt auf jeden Fall perfekt. Der Magen ist voll. Die Bakterien im Magen sind voll. Ich kann jetzt erstmal chillen.
Ach, guck mal, jetzt gibt's hier auch das normale Migration-Gebiet wieder vor mir. Das heißt, das mit den Palmen war wirklich irgendwas anderes. Also schreibt's gerne in die Kommentare, was das ist. Ich werde es mir dann durchlesen und dann weiß ich es ja beim nächsten Mal. Bin übrigens super durstig. Und auch wieder echt hungrig. Es ist so dunkel, Mann. Diese Karte müssen die echt nochmal ein bisschen heller machen. Also mir ist das echt ein bisschen zu dunkel. Es ist halt gerade noch mitten am Tag. 15 Uhr. Mit Nachtsicht sieht man mehr als ohne. Es liegt halt aber auch an dem vielen Regenwetter, was man hier hat. Oh, wie die Blitze da hinten am Berg aussehen. Schon krass. Na, darauf können wir uns jetzt nicht konzentrieren. Wir müssen weiter rennen. Sonst verdursten wir. Die Dings ist gleich schon leer, dieser Tropfen. Hier ist Wasser. Ah, ich bin wieder in der Zone. Das ist gut. Ich werde mich mal jetzt schnell hier suhlen. Der Regen ist auch gerade vorbei. Das ist perfekt. Das heißt, der Schlamm wird nicht wieder abgewaschen. Ich glaube, die Nacht kommt halt auch schon bald wieder. Dann sind wir auch noch besser getarnt. Guck mal, hier sind auch diese komischen Flugdinger. Nehme ich auch mit, ne? Ah, den habe ich schon totgebissen. Alles in mich reinsnacken. So, Diäten sind jetzt leer. Und es wird saudunkel gerade wieder. Da ist auch noch ein Hühnchen. Das bringt uns halt auch nichts mehr. Ja, wir sind wieder echt in Struggle. Der Klassiker auf Gateway. Jetzt gehen halt auch unsere ganze Ausdauerregeneration und so geht runter. Der Magen ist leer. Das ist halt schon jetzt wieder eine Katastrophe. Oh, es ist sogar ein großer Kadaver. Wir essen uns voll. Das ist super gefährlich. Kommt gleich safe ein Croc. Aber wir müssen es riskieren. Ich hätte auch die Gedärme rausholen können, aber das ist egal. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich weiß auch nicht, ob die schon raus sind. Das sieht schon so ein bisschen so aus. Oh, die Sonne geht endlich wieder auf. Ich muss jetzt dringend was trinken. Aber ich glaube, das hier vor mir ist alles Schlamm. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall nicht trinken. Aber dahinter müsste Wasser kommen. Und dann brauchen wir gleich auch schon wieder Frühstück. Das geht hier ruckzuck. Ich hoffe einfach mal, dass hier keine Crocs sind. Das wäre jetzt auf jeden Fall bitter. Dass es endlich mal hell und die Sonne scheint. Ah, das liegt da. Ich sehe es sogar. Meint ihr, wir sollen das riskieren? Ich bin halt echt hungrig. Oh, ich habe sogar die Gedärme jetzt hier erwischt. Das ist sehr gut. Oh, damit sind wir schon wieder voll vom Magen. Ah, das war perfekt. Aber der Sumpf sieht schon echt schön aus. Ich meine, wir sind noch nicht tief im Sumpf. Das ist erst so der Anfang vom Sumpf. Aber ist schon echt interessant. Da hinten geht's halt richtig los.
da vorne läuft was. Das war aber ein anderer Cerato. Gucken, ob der freundlich ist. Okay, scheint freundlich zu sein. Cool, dann sind wir nicht mehr alleine. Bleib hier, Teno. Gott, ich hoffe, er führt uns nicht ins Verderben. Wir greifen ihn jetzt auch an. Sehr schön. Er macht ihm gut Damage. Wie hält denn der aus? Jetzt haben wir ihn. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. Ich hatte mit meinem neu gewonnenen Freund dann auch den gesamten Resttag und die Nacht verbracht. Allerdings ist er gegen Ende der Nacht dann einfach aus der Gruppe gegangen. Und ich habe dann lieber Abstand gehalten, weil ich mir nicht sicher war, ob er mich irgendwie hinterrücks angreifen möchte oder sowas. Deswegen habe ich mich dann von ihm getrennt. Was ist denn hier los? Ja, krass. Alles Pinguine. Wie viele sind denn das? Das ist ja Wahnsinn. Ja, krass. Das ist ja süß. Ganze Familie. Aber eine Großfamilie. Ja, plansch mal noch schön. Ich muss frühstücken gehen. Euch werde ich nicht essen, keine Sorge. Oh, da liegt richtig viel rum. Da sind Raptoren. Ich hoffe, ob ich da was essen darf, wenn ich lieb bin. Ich glaube nicht. Okay, die springen mich an. Die wollen das auf jeden Fall nicht. Boah, wie er geleckt hat. Okay, dem ordentlich kassiert. Ich habe kaum Schaden bekommen. Ich hätte vielleicht mit Alt beißen sollen. Habe ich vergessen, das macht nicht mehr Schaden. Ist einfach auf dem Hüpsi, oha.
Okay, der ist down. Ipsy ist auch down. Ich sehe euch trotzdem. Wie sie einfach groupen, um mich zu töten. Na, die Sicht sollte gleich wieder frei sein, hoffentlich. Der ist auch down. Na, Schlamm ist schon was Feines gegen Raptoren. Ich hoffe halt, ich komme gleich an das Essen noch ran. Ich glaube irgendwie nicht. Also an die Raptoren nicht, aber an das andere wahrscheinlich. Ich habe halt auf jeden Fall noch nicht viel Schaden bekommen. Das ist sehr angenehm. Ja, ich glaube nicht, dass ich das rausziehen kann. Ja, doch, kann ich. Ist natürlich angenehm. Dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal Raptorfleisch. Sehr, sehr praktisch. Aber die Organe wird wahrscheinlich nicht viel dran sein. Aber ich esse sie trotzdem mal. Ja, ist gar nichts dran. Vielleicht noch einen Lungenflügel hier uns gönnen. Wie winzig die Organe sind. Man kann gar nicht unterscheiden, was was ist. Ich fress es einfach. So, jetzt ist auf jeden Fall unser grauer Mageninhalt schon mal wieder voll. Das ist gut. Jetzt gehen wir nochmal zu den Raptoren. Der ist auch down. Und da vorne gibt es auch Diät noch für uns. Das ist sehr gut. So, wir sind ordentlich vollgefuttert. Sehr schön. Oh, Fleisch haben wir jetzt mehr als genug. Oh, das war sogar ein Artgenosse hier. Die haben irgendwen von mir gekillt. Ah, ist egal. Alles essen. Essen haben wir jetzt mehr als genug. Ich versuche mal hier auch noch den Darm zu essen. Für die zwei Striche. Das ist er nicht. Aber die zwei Striche sind leider auch gleich wieder weg. Wäre gut, wenn ich es essen könnte, bevor die zwei Striche weg sind, weil dann bleiben die noch aktiv. So, mal gucken, ob es was bringt. Ah, ein bisschen. Da vorne sind wieder Raptoren. Ist leider ein bisschen schneller als ich. Laufen wir mal hier in die Falle. Sieht zumindest aus wie so eine Falle. Ich weiß gar nicht, wo diese Schneise hinführt. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Leider wird es schon wieder Nacht. Deswegen ist er hier hingeflüchtet. Heißt, es ist gar keine Falle. Er hat nur Angst vor mir.
Na komm. Komm runter. Komm, wir können Freunde sein. Auch wenn ich böse war zu dir. Ja komm, ich geh mal. Ich glaube, du hast keinen Bock auf mich. Tschüss. Wir gehen mal jetzt in diesen coolen Tunnel. Keine Ahnung, wo der hinführt. Ist aber auch beleuchtet. Ein toller Spot für die Dunkelheit. Können wir hier rein? Krass. Das wird einfach auch wieder so eine Menschenstation. Aber der Tunnel geht halt hier noch weiter. Na, jetzt sind wir hier wieder in so einer Höhle. Hier ist dann auch wieder dunkler. Ah, und guck mal, da geht's dann wieder in den Dschungel. Da vorne kommt was. Das ist ein Stege oder so. Oh, ich habe ja schon Lust, gegen den zu kämpfen, ne? Auch wenn es tödlich ist. Ich glaube, ich versuch's. Ich werde halt dabei draufgehen. Oh, okay. Das hat gar nicht geklappt. Ja, okay, ich kämpfe doch nicht gegen dich. Du hast gewonnen. Es ist okay. Es ist sowieso schon sehr, sehr spät in der Nacht. Ich sehe jetzt übrigens das Blut nicht mehr, weil ich es hart ausgeblendet habe. Nicht wundern. Ja, ich gehe ja schon. Genau, ich wollte jetzt eh das Video beenden, weil der Server ist mittlerweile schon echt leer. Ich hätte es gerne noch gegen den gekämpft, hätte ich es jetzt nicht so verkackt. Aber so hat es halt keinen Sinn. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Ceratosaurus Sally einfach mit in eine potenzielle nächste Folge. Dann können wir den ja weiterspielen. Und falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich jetzt sehr über ein Like freuen. Das würde mich echt unterstützen. Und falls ihr noch eine weitere Folge von Sally sehen wollt, dann schreibt jetzt einmal Hashtag Cerato in die Kommentare. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.